Hallihallo, liebe Reise- und Campingfreunde. Hallo. Wir sind gerade hier in Kirchheim am Bahnhof angekommen. Wir sind nämlich mit dem Zug hierher gefahren, weil wir natürlich beide mit dem Peppo nachher zurückfahren wollen. Jetzt geht's dann los. Wir holen jetzt unseren Peppo ab. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, wir machen Übernahme und wir haben uns dazu auch ein bisschen Hilfe geholt. Dazu erzählen wir euch später aber auch noch mehr. Und in diesem Video werden wir auch noch dann die Taufe machen von unserem Peppo. Ist ganz logisch, der muss standesgemäß getauft werden. Also, bis gleich. Bis dann. Für die Übergabe hat Matthias hier noch eine Checkliste ausgedruckt. Erzählen wir euch nachher auch noch genau, wo wir die her haben, falls ihr die auch gern haben möchtet. Und die arbeitet der Matthias jetzt Punkt für Punkt ab. Hier steht er. Außentür auf und schließen. Das können wir schon abhaken. Wie nennt sich's? Einstiegstreppe. Einstiegstreppe, genau. Wenn ich jetzt draufdrücken müsste, das Licht angehen, dann müssten die Pumpe in Betrieb dann sein. Also wieder aus. Wenn ich hier draufdrücke, dann würde das hier brennen. Bleiben Sie so lange drauf, bis Ihr Platte ringsherum Feuer gefangen hat und dass sie richtig brennt. Und dann können Sie loslassen und dann einfach regulieren. Hier haben wir den Minuspol vom Fahrzeug und der Pluspol ist unter der Klappe. Da ist er. Klappe ich auf. Ja, müssen wir zumachen, dass man da irgendwie hinkommt. Das war der Pluspol, also wenn Sie fremd starten müssten. Erstmal. Und jetzt ist es ein bisschen tricky. Okay. Wenn Sie jetzt reingehen und einfach drehen, können Sie es aufmachen und er fällt Ihnen aber raus. Ah. Ja? Wenn Sie jetzt reingehen, etwas nach hinten und runter. Ja. Jetzt haben sie verriegelt und jetzt bleibt er drin. Okay. Wake me up when the sun goes down. Sleepless night you. Wake me up when the sun goes down. So, jetzt fahre ich aus der Werkstatt raus. Zum ersten Mal, weil wir jetzt die Satellitenschüssel auch gleich testen wollen. Das geht in der Werkstatt nicht. Und jetzt werden wir das erste Mal den Peppo Sound hören. Ja, lass hören. Oh, cool. So, Handbremse hier. Ganz ungewohnt. Tanken müssen wir nachher. Er rollt. Bremsen tun sie auch. Oh mein Gott. Ja, da muss man sich schon erstmal ein bisschen eingrooven. Und dann gleich noch das erste Mal mit Kamera fahren. Ja. Wird mal sehen, ob das alles klappt. So, Einweisung alles gut gelaufen, Übergabe auch. Jetzt fahren wir in vom Hof, ab nach Hause. Da wird's schon. So, jetzt bringen wir unseren Peppo nach Hause. So, jetzt wird er erstmal voll gemacht. Jetzt waren noch nicht mal 5 Liter noch drin. 85 Ach, Liter. Schreck, Tank ist voll, Konto ist leer.
Und Schatz, wie fühlst du dich jetzt? Wie der Kapitän der Landstraße. Jetzt machen wir hier einen Zwischenstopp in Bietigheim, weil es ist spät geworden. Wir hatten vorhin bei der Übernahme ein bisschen Probleme mit der Sat-Anlage. Die hat nicht gleich einen Sender gefunden. Wir haben mordsmäßigen Hunger und gehen jetzt hier was essen. Wir machen das aber noch. Wir gehen noch die ganze Checkliste durch, auf was wir alles geachtet haben. Und vor allem, was uns jetzt zusätzlich auch noch aufgefallen ist, dass wir das auch noch an euch weitergeben können. Das machen wir dann morgen in Ruhe. Da fahren wir irgendwo ein richtig schönes Plätzchen hin. Für euch ist es jetzt nur eine Sekunde oder zwei Sekunden bis dahin. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir sehen uns dann aber gleich. Das müssen wir jetzt einfach noch bringen. Wir haben gedacht, was sollen wir essen gehen? Wir haben jetzt ein Wohnmobil und haben uns was zu essen geholt. Und jetzt haben wir unsere erste Vespa in unserem Peppo. Mhm. Und das müssen wir jetzt einfach noch zeigen, weil das so schön ist. Ja. Herrlich hier auf dem Parkplatz vom Einkaufszentrum. Wir haben jetzt die erste Nacht hier verbracht in unserem Peppo. Und wir fühlen uns so wohl hier. Wir fühlen uns sauwohl. Ja, sauwohl, ja. Und es ist auch toll zum Sitzen hier. Wir haben hier die Türe, ist schönes Wetter draußen. Das unterstützt das Ganze natürlich noch, dass die Sonne scheint. Gestern war das Wetter nicht so toll, da hat es ja fast nur geregnet. Ja. Und da konnten wir es gar nicht so richtig genießen. Aber wir mussten einräumen und wollten eigentlich losfahren, weil wir unbedingt weg wollten. Nichts hat uns mehr gehalten zu Hause. Und jetzt ist es wirklich toll hier. Ist schön ruhig noch. Das kann noch lauter werden, weil es am Freibad ist. Wenn es halt schönes Wetter wird, dann kann es hier mal viel los sein. Aber jetzt ist es echt herrlich. Natürlich ist es, also bei mir ist es so, ich bin jetzt hier im Wohnmobil und mein Hirn rattert die ganze Zeit. Was könnte ich wo noch machen? Was könnte ich wo noch verändern? Also ich habe so das Gefühl, Wohnmobil, es war ja auch beim Wohnwagen schon so, ist so ein kleines Fass ohne Boden. Ja. Es fällt einem immer irgendwas ein, was man noch verbasteln könnte. Ja. Es gibt natürlich Vor- und Nachteile, die man zum Wohnwagen sehen kann. Alles in allem ist es für uns die perfekteste Lösung mit dem Wohnmobil. Wir freuen uns ganz arg jetzt auf die nächsten Rundreisen. Wir haben ja jetzt ein paar Wochenenden, wo wir was machen. Ein sehr wichtiges Wochenende für den Peppo, wo der Peppo auch noch was Tolles bekommt. Wir hatten jetzt Übergabe von unserem Peppo. Ich habe auch angefangen bei der Einweisung dann zu filmen. Allerdings ist es so, dass ich schnell gemerkt habe, ich kann das nicht weiter filmen. Ich muss selber viel zu viel aufpassen, was uns alles erklärt wurde. Der Verkäufer oder der Einweiser von der Firma Herzog hat sich unheimlich viel Mühe gegeben, hat unsere tausende Fragen ziemlich gut beantwortet. Das eine oder andere haben wir uns gar nicht so merken können. Nee. Wir gehen diese Checkliste, die wir haben, mal in den groben Punkten mit euch durch, auf was wir geachtet haben und was besonders wichtig ist. Wenn ihr sagt, ihr möchtet auch gerne diese Checkliste haben, da könnt ihr auf meinpepper.de, das ist ein Forum im Internet, gehen, da ist diese Liste hinterlegt. Oder wo die Liste auch hinterlegt ist, in unserer Pepper Facebook-Gruppe, Weinsberg Community, Weinsberg Pepper Community, jetzt habe ich es zusammengebracht. Da könnt ihr euch auch gerne anmelden, beziehungsweise da stellt man ja eine Anfrage. Da freuen wir uns ganz arg, wenn neue Pepper-Freunde dazukommen. Da wird auch ganz schnell geholfen. Wir hatten gestern auch ein Problem. Ich habe schnell in die Gruppe geschrieben und habe gleich super Hilfe bekommen. Also das ist unheimlich praktisch. Ja. Wir haben uns jetzt einfach ein paar Punkte rausgesucht von dieser Checkliste. Wie gesagt, alle weiteren Punkte, da stehen natürlich noch sehr viel mehr drauf. Könnt ihr gern selber von der Liste runterholen. Ach so, und wenn ihr jetzt natürlich keinen Pepper fahrt und nicht weder auf My Pepper Forum oder auf unsere Facebook-Seite wollt, ist das auch kein Problem. Wir haben unten in der Videobeschreibung unsere E-Mail-Adresse verlinkt. Schreibt uns einfach kurz, wir lassen euch diese Liste gerne dann auch so zukommen. So, da haben wir als ersten Punkt diese Verdunklung vorne im Fahrerhaus. Diese Remise, dass man die hier auch checkt, dass die funktionieren. Also wir hatten das bei der Besichtigung, genau. Dass hier auf der Seite, auf der Beifahrerseite, war es ausgehängt. Weil es ja oft so ist, die Leute setzen sich rein und wollen alles ausprobieren, ist ja auch völlig in Ordnung. Das wurde wieder eingehängt, wurde alles wieder repariert, funktioniert wunderbar, aber da muss man drauf achten. Genau, wir haben halt ein Ausstellungsstück gekauft, aber ich glaube, auch wenn es ab Werk ausgeliefert wird, sollte man das einfach mal kurz kontrollieren, dass alle Plissés hier vorne auch gut schließen. Dann haben wir als nächsten Punkt uns rausgesucht die Decken und die Kissen.
Also von Haus auf ist bei Weinsberg so ein Paket mit dabei, mit Decken und Kissen. Das sind vier Stück, vier Kissen und zwei Decken. Das sind zwei längliche Kissen und zwei viereckige Kissen und eine Kuscheldecke. Die ist so flauschig. Dann könnt ihr auch mal nachgucken, ob auch die Bedienungsanleitungstasche dabei ist. Da sind alle Bedienungsanleitungen von der Satzschüssel, vom Kühlschrank, von der Heizungssteuerung. Es ist auch ein Riesenbuch von Weinsberg selbst dabei, wo auch das Bedienpanel nochmal gezeigt wird. Das muss auch dabei sein. Das ist eine ganz große Tasche. Dann, was auch noch vielleicht zu kontrollieren ist, weil es vielleicht auch mal hängen bleiben kann, sind diese Schnappverschlüsse an den Fenstern. Wenn man die also rein und raus macht, dass diese Schnappverschlüsse dann eben auch durch dieses hörbare Klacken einrasten. Und da einfach mal alle Fenster auch durchkontrollieren. Dann haben wir noch was eigentlich sehr Schönes. Wir haben das selber auf der Internetseite bei Weinsberg entdeckt. Weiß nicht, hätten wir es sonst auch bekommen. Wir haben einfach mal nachgefragt beim Händler. Und zwar gibt es dazu, wenn man 2018 oder 2019 ein Weinsberg Wohnmobil gekauft hat, bekommt man einen Campinggutschein dazu vom Campingplatz Hermagor. Schluger Campingplatz in Hermagor. Hm. Wir waren da selber schon zum Skifahren. Also ein richtig toller Campingplatz. Hm. Mit Sauna, mit Schwimmbad und schöne Parzellen angelegt. Sehr schön. Genau. Also diesen Gutschein, ich glaube, für zwei Nächte. Für zwei Nächte, genau. Gibt es damit dazu. Ist auch, glaube ich, gar nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft. Das ist auch sehr schön. Ja. Dann ist uns persönlich, das steht jetzt auf der Checkliste nicht mit drauf, was aufgefallen, weil wir halt ein Ausstellungsstück gekauft haben. Da ist es wohl auch passiert, als die Leute den Tisch hier hoch und runter gebaut haben oder vielleicht aushängen wollten, dass die Schnappverschlüsse hinten kaputt gegangen sind. Hm. Und wir haben das jetzt mal hier in der Einblendung, könnt ihr das sehen. Die müssen also auch einrasten und fest sein. Und nach dem Einrasten muss der Tisch auch fest sein. Ich habe mich damals gleich mal so, als wir den besichtigt haben, hier drauf gelehnt, bin dann gleich mit dem ganzen Tisch umgekippt, weil der eine Regler nicht eingeschnappt ist. Dann, was auch noch auf der Checkliste draufsteht, wenn euer Fahrzeug eben vom Händler angemeldet wird, wir haben es jetzt selber angemeldet, aber oftmals sagt ja der Händler, er meldet das Fahrzeug an, dass ihr darauf achtet, dass ihr auch die Umweltplakette mit dazu bekommt. Ja, das war es jetzt mal soweit von der Checkliste für uns, diese Punkte. Also wie gesagt, steht noch viel mehr drauf. Trittstufe prüfen. Oh Gott, was steht noch drauf? Gasversorgung prüfen. Dann die Kurbel für die Markise, ob die mit dabei ist. Die Fernbedienung TV, ob das da ist. Der Reifendruck, ob der stimmt. Der Schlüssel fürs Fahrzeug natürlich, das dürft ihr nicht vergessen. Also das ist ja wohl ganz klar. Verbandkasten, Warndreieck, das ist zum Beispiel was, das haben wir dazu geschenkt bekommen vom Händler. Beides, wir haben auch die Warnwesten noch dazu geschenkt bekommen. Also da hat der Herzog jetzt sich nicht lumpen lassen. Das hat uns dann schon sehr gefreut. Wir haben auch noch einen Gutschein vom Herzog dazu geschenkt bekommen. Auch für 3 Tage, glaube ich sogar. Ja. Campingplatz am Millstätter See mit Übernachtung. Ja, also können wir auch beides ganz gut gebrauchen und auch ausnutzen. So, also steht trotzdem immer noch viel mehr drauf. Wenn ihr die Liste braucht, ich habe gesagt, wo es die Liste gibt, fordert sie euch an. So, und jetzt haben wir noch ein paar Sachen. Und zwar haben wir noch 3 Dinge, die wir suchten. Also wir sind ja gestern hierher gefahren. Ich weiß den Ort. Bönnigheim sind wir hierher gefahren, um verschiedene Sachen nochmal wirklich in Ruhe auszutesten. Geht die Heizung, geht die Gasanlage, geht der Kühlschrank, geht die Pumpe, lauter solche Sachen, die man halt eben noch überprüfen muss. Und so gab es auch 3 Dinge, die wir suchten. Das war zum einen der Lichtschalter im Bad. Den haben wir nicht gefunden. Also wir haben gedacht, es darf doch nicht wahr sein, man muss doch hier irgendwo Licht anmachen können. Wir haben bestimmt 5 Minuten gesucht, bis wir es gefunden haben.
Ihr seht es ja in der Einblendung, wo wir ihn dann gefunden haben. Man muss dazu sagen, wo, als wir ihn dann gefunden haben, ist uns eingefallen, ja, das hat er gesagt. Stimmt. Ja, also wie gesagt, die Einweisung ist schon sehr umfangreich. Wir waren über 2 Stunden, hat es gedauert. Ja, länger. Und er hat uns so viel erzählt, dass wir manche Sachen halt einfach vergessen haben. Ja, da hat es dazu gehört. Genauso wie das Öffnen vom Spiegelschrank, da habe ich lange rumgefummelt. Ich habe unten gesucht, ich habe oben gesucht, ich habe die ganze Leiste runter abgesucht nach irgendeinem Schnapper, den man betätigen muss. Bin aber nicht drauf gekommen, dass man das Ding einfach nur draufdrücken muss und dann geht's auf. Und wenn man es zumachen will, nochmal draufdrücken muss. Finde ich jetzt ein bisschen unpraktisch, nämlich es ist ja ein Spiegel. Also man hat halt dann immer ein paar Fingertapper dann drauf. Hätte ein bisschen glücklicher gelöst werden können. Die Sleep-Funktion vom Fernseher, da bringen wir euch gleich noch einen Einspieler, das Matthias mal zeigt, weil die war gar nicht so einfach zu finden. Ist irgendwie total im Menü versteckt, auf der Fernbedienung selbst, wie es bei vielen Fernseher ist, gibt es keine Sleep-Taste. Und es ist nicht so, dass ich einen drücke und dann sehe ich sofort in dem Menü, sondern ich muss wirklich runter scrollen und dann in irgendein Benutzermenü, mir zeigen es am besten, dann sieht man es. Ja. Gestern Abend waren wir so müde, wir hatten keine Lust mehr zum Suchen, haben wir von Hand ausgeschaltet. Generell schlafen wir gern ein beim Fernsehschauen und da ist es natürlich sehr schön, wenn man dann diese Sleep-Funktion nutzen kann. Für die Sleep-Funktion muss man hier zuerst auf Setup drücken und dann hier oben am Bildschirm nach unten bis auf ganz runter bis auf Benutzer Setup. Nach rechts, nach unten, dann wieder rüber und dann hat es hier den Sleep Timer. Also es ist nicht einfach zu finden und das hätten wir vielleicht anders lösen können. Man kann jetzt hier die Minuten einstellen und dann schaltet der Fernseher automatisch ab. Ja, wir hätten es eigentlich auch nachlesen können in der Betriebsanleitung. Hätten wir dann auch gemacht, aber du hast es heute Morgen dann doch rausgetüftelt. Ja. So nach dem Motto, ich lese keine Bedienungsanleitung, ich drücke Knöpfe, bis es funktioniert. Ja. 3 Dinge, die wir suchten. Dann haben wir noch 3 Dinge, die nicht geklappt haben. Habe ich gerade vorhin schon erwähnt, gestern kam der Hilferuf in unsere Facebook-Gruppe. Unser Kühlschrank geht nicht an. Wir haben rumgefummelt. Ja, eingeschaltet, auf Gas gestellt, dann die Knöpfe gedrückt. Wir haben auch alles kontrolliert, ob alle Leitungen offen sind. Wir haben Gas, Herd ging sofort an. Und irgendwie dann haben wir die Bedienungsanleitung geholt, haben alles strikt nach Bedienungsanleitung gemacht. Diese 2 Knöpfe gleichzeitig, also zuerst mal volle Power irgendwie. Und dann den Knopf drücken und dann den Zündknopf gleichzeitig drücken. Genau. Hat aber irgendwie nicht funktioniert. Ja, dann habe ich in die Gruppe geschrieben und habe Gott sei Dank die tolle Antwort bekommen, dass man da geduldig sein muss, gerade wenn man das zum ersten Mal auch startet. Kann das also schon eine ganze Zeit lang dauern, bis das dann wirklich zündet. So war es bei uns dann auch. Wir haben ihn anbekommen. Ja, auf einmal kam diese Anzeige, die dann in Grün reinspringt. Genau, und dann lief er. Ja. Obwohl wir eigentlich nichts anderes gemacht haben, aber vielleicht ist es beim ersten Mal so. Ja. Also wo ich mich gestern ganz arg schwer getan habe, was wirklich nicht so gut funktioniert hat, war das Überziehen der Matratzen mit Spannbettlaken. Die sind so hart, die Dinger. Ich habe die gar nicht irgendwie nach vorne gebogen bekommen. Und da haben wir uns jetzt die Lösung eben überlegt, die ganze Matratze runter zu tun, hier in den Vorraum zu packen und dann hier vorne schön zu beziehen und dann wird sie wieder nach hinten gebracht. Also da habe ich mich gestern ziemlich geplagt. Ja. Dann haben wir noch ein Problem. Dieses Problem, was nicht funktionierte, hatten wir auch schon beim Händler. Und ich muss dazu sagen, die Firma Herzog hat auch angeboten, sollte es in Zukunft nicht besser werden oder schlechter noch klappen, dass die SAT-Anlage bei uns ausgetauscht wird. Also die rödelt und rödelt und rödelt. 5 Minuten. Vorhin waren es sogar 6 Minuten. Oder 6 Minuten. Ja. Wir haben uns jetzt auch schon sagen lassen, im Forum, glaube ich, haben wir nachgelesen, dass es gut schon 3 Minuten auch mal dauern kann. Wenn man dann aber an der gleichen Stelle steht und dann eben nochmal die Antenne wieder hochfährt, dann sollte es schneller gehen. Wir haben es jetzt an verschiedenen Stellen ausprobiert, funktioniert bei uns noch immer nicht.
wir werden sehen, wie es weitergeht. Da werden wir euch auch weiterhin berichten. Vielleicht hat jemand anders auch das Problem, hat es vielleicht auch schon gelöst. Dann freuen wir uns natürlich ganz arg, wenn ihr uns Feedback in die Kommentare gebt, was wir da vielleicht machen könnten, dass es besser geht. Drei Dinge, die uns zusätzlich noch aufgefallen sind. Da war zum einen, ich habe es gerade vorhin schon erwähnt, die Matratzen sind zu hart. Vielleicht sind wir da auch verwöhnt von unserem Stärkemann. Wir haben da von, also da war von Anfang an eine super Matratze drin. Ich habe noch nie Rückenschmerzen gehabt. Richtig klasse. Und heute Nacht habe ich den Knochenbrecher zu spüren bekommen, wie ich so schön sage. Meine Knochen waren gebrochen im Rücken heute Morgen. Die Matratze ist steinhart. Also vielleicht habt ihr da auch einen Tipp für uns. Wir möchten uns da gerne Matratzen, weichere Matratzen holen. Vielleicht hat der ein oder andere das gleiche Problem mit dem Rücken und hat es schon prima gelöst. Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare rein, wenn ihr Anregungen habt, Tipps habt, gute Firmen habt, die das maßgeschneidert machen können. Es sind ja nun mal keine Standardmatratzen. Ja. Du hast mir aber das gerade vorhin erzählt, wenn man das bestellt ab Werk, ja, dann... Dass man ab Werk kann man, glaube ich, bin mir nicht zu 100% sicher, kann man, glaube ich, auch andere Matratzen bestellen. Andere. Als Option. Ja. Das würde ich unbedingt machen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Nehmt nicht die Standardmatratzen, die sind schrecklich. Das ist wirklich nicht zum Aushalten. Dann haben wir, was uns noch aufgefallen ist, Moment, ich kann meine eigene Schrift nicht mehr richtig lesen. Ach so, ja genau, gestern im Bad, wie wunderschön warm das da drin. Und das war gestern sehr angenehm und die Heizung ist, glaube ich, sogar unterm Bad. Und also der Fußboden ist erwärmt. Ja, ist wie eine Fußbodenheizung im Bad. Richtig herrlich, das hat uns ganz arg gefreut. Und gestern bin ich mit den Schirmen, es hat nämlich in Strömen geregnet gestern, und da bin ich mit den Schirmen da gestanden und habe mir überlegt, oh mein Gott, als sie dann wieder trocken waren, wo packe ich denn die Schirme hin, dass man die auch schnell griffbereit hat, wenn man bei Regen raus muss. Hinhängen wollte ich sie nicht, weil beim Fahren klappern die dann ja irgendwo. Und da guckt mal in die Einblendung, habe ich es ja schon drinnen, wo ich einen schönen Platz für zwei Schirme gefunden habe. So, dann haben wir noch uns aufgeschrieben, drei wichtige Dinge, die wir in naher Zukunft unbedingt noch brauchen. Und zwar ist es so, wenn wir hier reinkommen, man hat ja, wenn man aufsperrt, dann den Schlüssel in der Hand und weiß überhaupt nicht, wo man den erstens gleich mal hinlegen sollte. Wir hatten im Wohnwagen gleich linker Hand ein Schlüsselbrett hängen und da wurden immer gleich alle Schlüssel hingehängt, wenn man reinkommt, und dann konnte man wieder rausnehmen. Also ein Schlüsselbrett fehlt. Im Einspieler seht ihr, wo wir gedacht haben, dass das Schlüsselbrett hinkommt. Ich habe es auch schon bestellt. Es ist mit dem Spruch gleichzeitig noch. Ja, ich bin ein bisschen auch so eine Sprüchetante und sieht bestimmt super aus, werdet ihr aber dann bestimmt sehen in einem der nächsten Videos. Dann haben wir die Fußmatten im Fahrerraum. Das haben wir gestern gemerkt. Gerade hat es geregnet und wenn man dann reingeht, dann ist es hier alles nass auf dem Boden und da wollen wir uns auf jeden Fall noch eine Fußmatte bestellen. Da muss unbedingt noch eine rein. Ja. Vielleicht wisst ihr auch einen guten Hersteller oder habt irgendwie eine Empfehlung, wo man vor allem günstig eine gute Fußmatte herbekommt. Würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr uns da Tipps gebt. Dann haben wir noch aufgeschrieben Mülleimer. Oh ja. Ja, wir haben eigentlich einen Mülleimer, aber die Türe... An der Türe passt er nicht hin. Also das, durch das, dass die da unten irgendwie so schräg zusammenläuft und das so... eingebuchtet ist, ja. Passt er da nicht hin. Vielleicht habt ihr uns da einen tollen Tipp, wie ihr das löst mit dem Mülleimer, dass er halt hier fest irgendwo verbaut ist, weil wir wollen nicht irgendwo immer Tüten hinhängen. Und es wäre toll, wenn ihr da was habt für uns. Einfach unten reinschreiben in die Kommentare. Ja, vielleicht gibt es eine schmälere Version. Wir hatten diese breitere Version, die man im Wohnwagen an die Türe hinmachen kann und dann so eine Leiste halt hinschrauben und dann so einhängen kann. Also das wäre, finde ich, die beste Lösung. Wir haben auch hier unten an der Seite unterhalb der Kleiderhaken bei der Eingangstür gedacht, man könnte hier auch eine Leiste hinschrauben. Wir haben aber noch keinen so schmalen Mülleimer gefunden, der da hinpassen könnte. So. Ja, soweit waren das jetzt die Dinge. Ich sehe jetzt hier... Ach so, aha, nee, halt. Wir hatten noch drei Dinge, die ihr zusätzlich kontrollieren solltet, die jetzt so auf der Liste noch nicht drauf gestanden sind, was uns aufgefallen ist, was bei uns gefehlt hat.
Das sind einmal die Batterien im Schrank, die sind ja mit Licht betrieben. Aber da kommt jetzt gleich ein Einspieler dazu. Jetzt muss ich mal nach dem Licht gucken, weil das ist kein Licht hier. Also ein Licht ist, das ist ein Licht. Aber das ist nicht mal eine Kerze. Und da haben wir wahrscheinlich bei der Übernahme, nicht wahrscheinlich, wir haben bei der Übernahme da nicht drauf geachtet. Und das, wenn ihr ein Fahrzeug holt aus der Ausstellung, müsst ihr darauf achten, da sind die Batterien nämlich drin. Die sind nämlich dann leer, weil jeder macht die Schränke auf und zu und dann bleiben den ganzen Tag die Schränke offen und irgendwann sind die Batterien leer. Deswegen drauf achten. Dann hinten in der Heckgarage, da hat eine so eine silberne Öse gefehlt. So eine Ringöse, die in diese Schiene reinkommt. Wir haben aber anstandslos bei der Firma Herzog gekriegt. Die haben das gesehen, haben gesagt, okay, nächste machen wir gleich wieder eine rein und gut. Genau. Also das muss auf jeder Seite jeweils eine vorne, eine hinten sein. Die sind von Werk ab so mit dabei. Dann, was uns noch aufgefallen ist, im Fußraum, da hing ein Kabel ziemlich wirr rum. Das wäre auch nicht gut gewesen, da wäre man hängen geblieben. Vielleicht unter Umständen hätte es noch restlich rausgerissen. Wurde aber auch sofort korrigiert. Also auch im Fußraum einfach mal gucken, ob alle Kabel richtig verlegt sind, ob da nicht irgendwo doch was rumhängt. Ja, das waren eigentlich die drei Dinge, die uns so zusätzlich noch aufgefallen sind. Okay. Was wir uns schon als Einrichtungsgegenstand geleistet haben, wir sind ja jetzt Peperonis, zeige ich euch auch gleich noch in einem Bild. Nämlich einen Küchenteppich, finde ich auch ganz klasse, wenn ich jetzt so in der Küche stand und ich habe Tee gekocht jetzt schon und so. Ist einfach angenehmer auf dem Teppich zu stehen, wie jetzt einfach nur auf dem blanken Laminat oder was ist es überhaupt? Ja, Folie. Genau. Und ich habe jetzt den Faden verloren. Die Links für das Pepper Forum und für unsere tolle Facebook-Gruppe schreiben wir euch auch unten in die Videobeschreibung. Und jetzt kommt noch ein ganz kurzer Einspieler, dass ihr mal seht, wie das ist, wie so zum Beispiel so ein Pepper-Treffen abläuft. Es gab jetzt das erste Pepper-Treffen von unserer Facebook-Gruppe. Leider konnten wir noch nicht dabei sein, aber guckt euch das mal an, wie toll das aussieht. Also, ich glaube, es waren über 70 Stück, die daran teilgenommen haben. Richtig klasse. Wir werden jetzt gleich noch im Anschluss unseren Peppo standesgemäß taufen. Könnt ihr gerne auch mit dabei sein, freuen wir uns. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen, wenn ihr weiterhin dabei sein wollt und wenn ihr zum Beispiel noch sehen wollt. Demnächst wird nämlich unser Peppo noch gegen Einbruch stark gemacht. Genau, und wir bekommen auch neue Sitzbezüge. Vielleicht wollt ihr auch sehen, wie die aussehen. Dann drückt einfach mal kurz auf den Abo-Button. Auch wenn ihr unsere weiteren Touren sehen wollt. Wir werden natürlich jetzt noch mehr auf Tour gehen wie vorher, ganz klar. Dann ja, drückt auf den Abo-Button, habe ich gesagt. Abo ist natürlich kostenlos. Freuen wir uns ganz arg. Wir freuen uns auch ganz arg über einen Daumen nach oben. Wäre super, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sagen schon mal Tschüss. Gabi und Matze. Peperonis on Tour. Ganz passend, jetzt läuten auch noch die Kirchenglocken zu unserer Taufe von unserem Peppo. Ich weiß gar nicht, ob man es im Hintergrund hört. Sagen kann ich, unser Peppo mag kein Wasser. Unser Peppo mag auch keinen Sekt. Unser Peppo mag nur Hot Pepper Soße. Und damit wird er jetzt auch getauft. Ich taufe dich auf den Namen Peppo. If you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost. Kann man's erkennen? Ein Herz für unseren Peppo.